Okay. Das Rohr, also der Balken wurde repariert, das Fenster nicht. Wait. Das auch nicht. Actually, I'm not sure. Das auch nicht. Actually, I'm not sure. All right. Damn. Und schon wieder was zu It must have been lesen. Ich rough on kotze Eddie. echt. Yeah, he doesn't really like to talk about it. Liebe Marianne, du hältst dir jedes Mal die Ohren zu, wenn ich diese Unterhaltung mit dir führen möchte. Also dachte ich, dass ich mit einem Brief bessere Chancen habe. Ich weiß, dass du keine Abschiede magst, darum halte ich meine melancholischen Ausschweifungen kurz und bündig. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du dich in den letzten Monaten um mich gekümmert hast. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie anstrengend das für dich gewesen sein muss, dich um eine kranke alte Frau zu kümmern, wenn du gleichzeitig zwei Kleinkinder zu Hause hast. Ich weiß, du wünschst dir, dass ich diese Krankheit weiter bekämpfe und auf Genesung hoffe. Aber es war schon immer eine meiner Stärken zu wissen, wann es Zeit ist, loszulassen. Und diese Zeit ist nun gekommen. Ich möchte dich um einen letzten Gefallen bitten. Kümmerst du dich bitte um Eddie, wenn ich fort bin? Mein armer Junge mag sich durchgeben, aber wenn ich weiß, dass was? Aber ich weiß, dass er leidet. Ich wäre so viel beruhigter, wenn ich wüsste, dass er noch eine Familie hat. Vielleicht könnte er den Kindern beibringen zu angeln. Er verbringt so gerne Zeit mit ihnen. Danke für deine Herzlichkeit und den Frieden, den du in meinem Leben gebracht hast. Gib den Kleinen ein Küsschen von mir, ja? Carol. Okay, das haben wir. So, was hier? Die ist schon wieder am nächsten. The crafty goblins' good deeds. Of course, the goblins had to help out the creatures of the forest to pay off their debt to the pelican. Well, what did they do? You know, I don't really remember. Na ja, super. Müssen wir das Bild raussuchen? Nö. Wie heißt das Ganze? The Crafty Goblins Good Deeds. Ja, super. Ist hier nirgendwo drin. He broke open the beehive for the bear. They helped fix the beaver dam. They gave the stalwart moose a good scratch on the back. They removed a thorn from the frog's back. Huh, they had to give nuts to the muskrat. Maybe not. Wait. They helped fix the beaver dam. Actually, I'm not sure. They hugged the princess when she was crying. Huh, they had to give nuts to the muskrat. Dafür müsste ich jetzt alle Geschichten lesen. Ja, ihr könnt mich mal hinten rumheben, echt. Oh. Maybe not. He broke open the beehive for the bear. Maybe not. Wait. Aber das Bild in der Mitte mit dem Biber, mit dem Dings haben wir doch. Wo war denn das jetzt?
Da. Ich überflieg's wieder. Sie fanden einen stattlichen Elch in der Schlechterei, also klären sie einen Hund, kratzten ihn. Okay. Ließen ihn fallen. Okay, haben wir auch. Schließen eine Prinzessin etwas weiter, also umarmten sie sie. Okay, es war also nur den Bienenstock fallen lassen. He broke open the beehive for the bear. Or not. Maybe not. They helped fix the beaver dam. Mann, ey. Was ist denn mit dem komischen Frosch? Haben sie den? Frog is punished. Ist es das hier vielleicht? Nee. Kann nur die eine Geschichte hier sein. Was denn jetzt? Hier. Ach Mann, ey. Elch, der gekratzt wurde, haben wir gemacht. Alten Bären in Honig. Haben sie umarmt, die Prinzessin. Ich check's nicht. Or not. Or not. Or not. They gave the stalwart moose a good scratch on the back. Ach so, jetzt war er erst gekratzt. Okay. They hugged the princess when she was crying. They broke open the beehive ja, for the bear. Okay, ich hatte einfach nur einen falschen Dings. Our lives would have been so different if their friendship hadn't gone to shit. So langsam nervt's. Das Pelican Crossing ist eine hochwertige Geschenkboutique nahe des O'Shea Gletschers, die sich sowohl an Touristen des Casino-Kanals als auch an Einwohner von Dallas Crossing richtet
Unser hochqualitatives Produktsortiment umfasst Accessoires für das eigene Zuhause, handgemachte Andenken, personalisierte Bekleidung, lokale hergestellte Kunst. Das Pelican Crossing wird als erstes Geschäft zwischen der lebhaften Kunst- und Handarbeitsszene in den Endkunden vermitteln und den Endkunden vermitteln. Neben einer großen Auswahl an handgefertigten Produkten werden Kunden sich an dem freundlichen, kompetenten Kundenservice von Tessa Veggie, Mitinhaberin des Veggie-Ladens, und der Nachwuchskünstlerin Mary Ann Ronan erfreuen können. Dieser Businessplan ist darauf ausgelegt, Finanzmittel in Höhe von 20.000 US-Dollar für den Kauf von Lagerbeständen und zur Deckung der Ausgaben im ersten Betriebsjahr zu erhalten. Im ersten Jahr soll die Gewinnschwelle erreicht werden und für das zweite Jahr ist ein moderater Gewinn geplant. Ich arbeite an der Zusammenfassung unseres Businessplans. Was hältst du davon, Tessa? So, die ist schon wieder beim nächsten. Danke. Sehr nett. The old bear's gifts for the princess. I'm totally blanking on that story. What did you give her again? Why don't we open up the book and check? Frisch gefangener Lachs, Handvoll reifer Beeren, frisch erblühtes Hasenglöckchen. Also, Lachs, Beeren, Hasenglöckchen. A newly bloomed bluebell? Ja. Fresh caught salmon? Ja. Some roses, maybe? Nein. Actually, I'm not sure. Some honey? Nein. Wait. A handful of ripe berries? Ja. Fertig. Nice. Man, you had it bad. Just couldn't let go. Tut mir leid, dass ich dir einen Zettel unter die Tür schiebe, als säst du im Gefängnis. Geht's dir gut? Ich war diese Woche kurz da und habe ein paar Mal geklingelt, aber du hast nicht reagiert. Ich konnte das Licht auf dem Speicher sehen, also dachte ich, dass du da bist, aber nicht reden willst. Ich hoffe, ich habe nichts versaut. Ich habe mir da wahrscheinlich ziemlich viel rausgenommen. Aber die Sache ist die, ich habe einfach keine Ahnung, wie ich mit einer Frau wie dir reden soll. Du bist stark und gutherzig und du weißt so unheimlich viel, dass ich kaum hinterherkomme. Ich glaube, das ist alles mir zu Kopf gestiegen. Aber ich wollte dir sagen, dass ich dich verstanden habe. Ich werde mich dir nicht mehr aufdrängen und es braucht sich niemand schlecht dafür zu fühlen. Wir können uns auf der Straße begrüßen oder nicht, das ist in Ordnung. Pers, ich habe gemerkt, dass dein Auto ein Leck hat, also habe ich es mit etwas Dichtungsmittel geflickt. Du solltest es aber vielleicht trotzdem in die Werkstatt bringen. Sag Bescheid, wenn du möchtest, dass ich mitkomme, weil die Typen ab und zu versuchen, einen abzuzocken. Wenn nicht, kein Problem, Sam. Ja, war klar, dass es um Sam geht. Okay, so, haben wir es dann oder noch eins? The crafty goblin's loot. That's from the princess and the two thieves. I drew the original. And. Ja, ja, komm, wir machen jetzt mal hinne hier. Wo ist das? Hier. Früchte, Nüsse, Eier. Löffel, Teller und Decken.
I distinctly remember drawing that cake, which is arguably the best part of that illustration. All right, but what if they took some spoons? Maybe they took some of the princess's fruit? Did they steal candy? Nein. Actually, I'm not sure. I'm pretty sure they stole some eggs. Das war's. That's schon. It. Sehr schön. I always wondered where that drawing went. She said you it was are the her best favorite, mom in the world. One day the prettiest princess. Okay, das brauche ich nicht vorlesen. Alles klar. Geschafft. Wir haben's. Oder? Was ist das hier noch? Ach What's Gott. The pious pelican spot? Jetzt muss ich hier die ganzen Sammelobjekte, aber ich habe ja gar nicht alle. The wise princess goes in the big wooden house, of course. The mad hunter, always on the princess's trail. Moonhag's got to be imprisoned in her lake. Ja, und hier fehlt was. Das haben wir nicht gefunden. Gold Lady stays locked up in her castle. Na, oh, hier fehlt auch was. Scheiße, zwei Figuren fehlen. Prong, Big Frog. There you go, Stalwart Moose. We'll let the Mangy Muskrat have his rock back. Hier fehlen noch mehr. Hier fehlen drei und drüben fehlt eine. Vier Figuren haben wir nicht. Shit. I wish she just explained all this to us. So, können wir jetzt gehen, ja? Scheiße. Vier Figuren haben wir nicht gefunden. Tut mir leid, dass ich nicht alle bekommen habe. You really want to go? You sure we've seen everything? Ja, jetzt langt's. Either way, I'm ready for this to be over. Me too. So, Schluss jetzt. Ich bin jetzt hier weg. What are we waiting for? I want to know who was here that night. Let's try and remember who Marianne was arguing with. Na dann komm. Dann lass sehen jetzt. Almost. Nee. Nee. Der Mann von der Tessa. Tom? Tom Vecchi is our father? Of course. It had to be him. Tessa knew, didn't she? Yeah, she must have. That's what she didn't want to tell us. God, Marianne and Tom? I know. Ugh. What should we do now? Yeah, call him out here and make him tell us what was going on. And if he won't? We know his secret. He will. Tom? It's Allison. We need to talk. We know it was you.